Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich bin der Kuhmann. Das ist Aula Fabrics 3 und wir sind immer noch auf den Sandbergen irgendwie. Sieht gut aus hier oben. Gut, dann lass mal gucken. Es ist so, dass es hier ein Dorf gibt. Ich bin überrascht, dass das wirklich auf den Bergen ist. Naja, so ist es. Zeig mal, wie viel Chance haben wir denn jetzt? Sichtweite? 17. Komm. Einer liegt noch drin. Komm. Na, guck mal hier. Sandwich. Was mache ich denn jetzt hier? Komm weg mit dem Skystone. Interesting. Juggle Cutting Board. Was ist das hier? Ein Sandwich-Stoff? Kann ich das wieder nehmen? Das ist sicher so ein unsichtbarer und toter Busch. Der erste tote Busch. Potted Scrub. Mann. Die haben es hier auch nicht einfach, wenn sie nach oben oder nach unten müssen. Habe ich schon gesagt, Aula Fabrics 3. Ich bin der Kuhmann und mal gucken, was haben wir denn hier? Kiste. Honig. Eine Candle. Oh, das ist aber schön. Sugar können wir lassen. Charcoal können wir auch lassen. Das ist okay. Honigflasche haben wir auch zu Hause eine. Ach komm, eine nehmen wir mit, ne? Die sind ja eingesperrt für immer hier, oder? Ne. Schau mal, die schönen Blumen, die er hat. Interesting. Und die hier sind auch eingeschlossen. Terrakotta, das ist auch eingeschlossen hier. Smooth Sandstone. Das ist ja gemein. Hi. Jetzt kommst du raus. Bücher hast du auch. So ein bisschen tote Büsche. Finde ich immer gut. Das ist ja echt gemein hier. Auch das hier ist nicht ganz fair, wie ihr wohnt. Ja, darf ich bitte rein hier? Ist hier am Bett. Der kann ja nicht mal schlafen, der Arme. Jetzt hör mal auf hier, was ist denn los? Echt? Das Tier am Bett ist weg? Echt? Krass. Einfach so? Ich habe gar nichts gemacht. So, kommen wir, nehmen wir das hier mit. Drei von denen. Bücher lassen wir hier. Brüte haben wir noch. Das ist okay. Das ist das erste Mal in Freiheit jetzt. Die sehen sich das erste Mal in ihrem Leben. Hä? Hm? Das ist schon krass, wenn man so am Hügel wohnt. Wassermelone können wir hier lassen. Das ist nochmal so ein Sandwich-Table-Stand.
Das ist ein eigenartiges Dorf. Potted Cactus, okay. Ihr seid wahrscheinlich auch noch nie draußen gewesen, ne? Sea Pickles. Auch geil. Was machen wir denn jetzt mit dem? Was schmeißt er weg? Sea Pickles. Wir haben Sea Pickles. Hier eine Glocke, alles schön. Was ist denn das hier? Stripped Oak Logs. Oak Sapling, Oak Sapling, Oak Sapling. Kann man lassen, das ist okay. Leute, wo wohnt ihr denn hier? Gut. Ein sehr spezielles Dorf. Hier ist der Steinmacher. Hier ist der Kartenmacher. Alles klar. Hier kommen wir wieder raus. Es ist Nacht her. Hm? Komm, lass mich schlafen. Ich muss schlafen. Das ist mein Bett. Gut. Was haben wir denn hier noch? Dschungelbiom. Geil. Okay. Und Waystone, habt ihr keinen hier? Aber ist natürlich schick hier, ja? Lass mal gucken, was haben wir denn hier? Sand. Den kann ich eigentlich wegschmeißen. Dann nehme ich lieber das hier. Viel wichtiger. Viel wichtiger. Was ist das? Grey Longwort? Aha. Die Weed Seeds kann man dafür wegtun. Machen wir so irgendwie nicht. Schön hier aber direkt am See. Ha? So. Wenn das Dschungel ist, dann müsste hier irgendwo auch Bambus sein. Oder sehe ich das falsch? Wines. Schon wieder so ein Sandwich-Table-Ding. Aber Leute, wo habt ihr bitte euren Waypoint? Habt das Gefühl, ihr müsst einen Waypoint haben hier? Oder nicht? Emeralds. Geil. Jetzt ziemlich weit runter. Ein Bambus haben sie keinen? Krass, oder? Aber wieder ganz geil.
Entschuldigung, fast verschluckt. Sie haben keinen Bambus im Dschungel? Echt? Und Waypoint haben sie auch nicht. Eigentlich ein bisschen enttäuschend, nicht? Hier ist wieder die Sandwich Station. Naja. Kann passieren. Gut, da hinten ist der Turm. Wohin kennt man noch? Vielleicht da so rüber? Da unten ist unser Haus. Ich meine, weit wechseln wir nicht. Dass sie hier keine Wayzone haben. Ah, das sind die zwei Häuser oben. Da waren wir. Das ist das hier. Wie sieht so ein Wayzone aus? Zeig mal bei mir zu Hause. Wo sind wir denn? Also einfach so ein grauer Punkt. Nee, aber das schaut wirklich nicht so aus, dass die was hätten. Naja, gut. Jetzt aber, hier geht's aber runter, du, ich sag's dir. 16 Fackeln. Das ist eine gefährliche Schlucht, sag ich dir. Denn jetzt aufgenommen? Was war das? Was war dieses lustige Geräusch? Galena. Also meine Güte. Aber das ist mir definitiv zu nah am Dorf. Nicht, dass wir hier wieder Generationen ausrotten. Das können wir nicht machen. Ohne zu wissen, welche Tageszeit das wir haben. Deswegen gehen wir wieder hoch. Gehen lieber eins weiter, komm. Hier ist der See, den man auf der Karte gesehen hat. Auch schön. Aber es ist definitiv, also echt so, viel Dschungel, kein Bambus. Da vier Papagei. Auch schön. Aber ich bin überrascht. Ich habe mir irgendwie die Vorstellung gehabt, so jeder Dschungel, Mini-Dschungel ist das natürlich nur. Aber ich dachte irgendwie, jeder Dschungel hat einen Bambus bestimmt. Aber gut, das finden wir auch so mal. Hessen. Nice. Gut, wohin? Ich würde mal sagen, ja, wir gehen ein bisschen in die Richtung. Hier sieht es mal wieder nach dem Dorf aus. Interessant, interessant. Einfach nicht da zum Turm, das machen wir nicht. Das ist zu heiß. Also komm. Richtung Pferde. Roter Sand.
Death Bush haben wir nochmal. Totes Gras. Red Sandstone, okay. Das ist hier so Prairie-Style, hä? Feder holen wir uns später mal noch. Alles klar, was ist denn hier hinter den Bäumen? Müsste das sein auf der Map, das komische, spitz zulaufende? Interessant. Zertusquarze bis zum Abwinken. Gut, haben wir ja jetzt noch. Brauche ich jetzt nicht so dringend gerade eine Schlucht, aber gut zu wissen. Dann haben wir hier Dark Oak Wald. Auch interessant. Chickens. So. Dann da drüben nochmal eine Schlucht. Ja, wir machen das jetzt schon so. Wir gehen jetzt hier rüber. Zu dem anderen Ding hier. Hier ist eine Hütte, glaube ich. Ah, da ist ein Dorf. Da oben ist ein Dorf. Nice. Schaffen wir das noch vor Dunkelheit? Und sonst, wir haben schon mal das Bett bereit. Mann, ist das ein dunkler Wald hier. Wenn es hier keine Mobs hat, fresse ich einen Besen. So, und hier raus. Wir sind durch den Wald gekommen. Sehr schön. Kühe. Hallo Kühe. Baum, 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 baum. Das absolute Sumpfgebiet hier. So, hier, 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 hier. Wo ist das Dorf? Bald. Gut, das heißt, wir haben wieder gegessen. Das ist gut. Einmal ins Wasser springen, das ist auch gut. Ist es da oben? Echt? Da oben oder da hinten? Hier hinten. A village within the birch woods. Nice. Das sieht ja geil aus hier wieder. Komm, ich warte ganz kurz. Was haben wir noch? Ja, ein paar Minuten. Können wir mal gucken. Haben wir hier einen Waystone oder was zum Freischalten? Ah, sieht geil aus. So. Guten Tag. Was haben Sie hier? Oh, das ist Gold wert hier. Sehr sogar. Korn haben wir ja schon. Komm, nehmen wir Karotten mit. Karotten und Kartoffis. Geil. Das ist das, was ich irgendwie mir gewünscht habe. Überall diese Türme. Ich muss das Land befreien von dieser unglaublichen Bürde der Türme. So ist es. Sehr schön. Oh. Der lebt gefährlich hier.
Wenn du morgen aufstehst und nicht guckst, wo du hinstehst, bist du einfach 20 Stockwerke tiefer. Wie haben wir das? Schweinchenfarm? Oh, niedlich. Morgen aufstehen. Gut, niemand zu Hause. Schwein gehabt. Ja auch. Oh. Fehe teuer. Willkommen in Fehetoya. Der sieht aber interessant aus hier. Oh. Armorer, Novize. Iron Leggings. Spannend. Schön. Danke für dein Angebot. Du, Golly? Nice. Gut, aber ich würde sagen, ey, wir haben eigentlich so dorftechnisch sehr viel erreicht. Wir haben ein weiteres Dorf entdeckt. Das ist das Dorf im Birkenwald. Und ja, Freeze haben wir auch. Wir haben Kartoffeln. Wir haben sonst diverse Dinge, die wir natürlich zu Hause wieder anpflanzen können. Wir haben sonst auch noch andere schöne Dinge gefunden. Wir haben schon 2 von 4 Platinen für das ME-System. Was habt ihr hier denn Feines? Potatoes, Chicken, Potatoes, das ist okay, Wheat. Ah, ist okay, komm, ich lasse euch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt heute zum Folgenabschluss noch kurz den Quantensprung. Und gehen nach Kibbeligeduda, oder wie auch immer unser Dorf heißt. Kibodja, genau, das meinte ich ja, oder? Sehr schön, nice. Zum Handelsaußenposten, so wie es klingt hier. Gut. Dann haben wir Honig. Nice. Wir haben eine Candle. Candle Kardashian. Sieht aber nicht aus wie eine Candle. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben diverse Dinge haben wir natürlich jetzt mitbekommen. Ne. So, warte mal. Wassermelönchen haben wir. Wir haben Äpfelchen. Diverse Samen. Kokobohnen. Oh, ich freue mich. Ich freue mich so. Kokobohnen. Gut. Dann haben wir diverse Pflanzen nochmal bekommen. Den Seepickel. Du weißt, dass Seepickel leuchten in der Nacht. Einfach mal so zur Erinnerung, wir haben ja noch Hanabis Teich. Müssen die jetzt nicht leuchten? Jetzt mal 3, hä? Schade. Ah, das wäre hier Preis gewesen. Ah, ja. Kann man nicht, nichts machen. Gut, das heißt, wir können eigentlich hier dann morgen den Garten weiter ausbauen, da wir ja jetzt Kartoffeln und Potatoes haben. Und wenn wir Potatoes haben, ist das eigentlich schon die Grundlage für unser schönes, eine. 3, komm. Alle guten Dinge sind 3. Ah, hier kommen wir mal 3. 4, komm. So. Das ist die Grundlage für effektiv. Oh, Beetroot Seeds haben wir auch noch. Das ist die Grundlage für unsere Maschine, natürlich. Das darf man nicht vergessen. Kotzen wir mal Gold. Sehr schön. Dann hier kommen Seeds. Die Coco Beans muss ich dann auch noch einpflanzen. Was haben wir noch?
Bäume, Birken und toter Busch. Und Kaktus haben wir auch. Also wir haben viel, wir haben verdammt viele Dinge gefunden. Dann machen wir hier schon mal so ein Ding, das viel. Das ist hier ein bisschen Rüstungszeug. Nee, das ist ja eigentlich Gold. Das könnten wir ja in den Schreibtisch legen. Mhm. Zeigen wir hier. So, das wäre so, so und so. Dann hier kommt ein Emerald. Den ersten Emerald haben wir auch schon. Aber wie ist denn das wieder? Leere Fläschchen, das ist eigentlich gut so. Aha, aha, aha. Wolle haben wir doch auch gefunden. Geil. Das heißt, ich kann das Bett fertig machen und jetzt muss ich wirklich gehen. Meine lieben Leute, ich wünsche euch ganz einen schönen Tag und hoffe, euch hat es gefallen auf der kleinen Reise. Wird nicht die letzte gewesen sein. Also geil, heute mein Deutsch ist 1A-Klasse. Hm? Gut, und da schauen wir auf den Turm und schwenken die Hand. Bis dann, dein Kuhmann. Tschüssi. Ach, komm jetzt. Bis dann, ciao.